Die Energiemärkte werden durch die erneuerbaren Energien wie Wind- und Photovoltaikanlagen immer kurzfristiger und schneller. Man muss sich das so vorstellen. Wenn gerade die Sonne auf alle Photovoltaikanlagen in Österreich scheint und zum Beispiel gleichzeitig in der Nordsee der auffrischende Wind die Windräder zu Höchstleistungen treibt, dann gibt es kurzfristig eine Menge von Daten, die wichtig für den Energiemarkt und somit für den Handel mit Strom sind. Und hier kommt die neue Software der Salzburg AG und Cognify ins Spiel. Man kann sich das ganz gut vorstellen, wenn das der Markt ist, an dem ich teilnehmen möchte, die Marktplattform, und ich bin der Marktteilnehmer, dann war es bis jetzt so, dass ich wirklich direkt manuell meine Gebote auf der Marktplattform eingetippt habe. Nachdem dieser Markt jetzt aber so kurzfristig ist, ist es einfach nicht mehr möglich, beziehungsweise ist die Wahrscheinlichkeit, dass mir Fehler unterlaufen, viel zu groß, dass man es nicht mehr machen kann. Das bedeutet, unsere Plattform ist genau in der Mitte positioniert. Das heißt, hier kann ich meine Strategien hinterlegen, dafür habe ich Zeit, da kann ich in Ruhe den Markt analysieren. Sobald diese Strategie fixiert ist, kann ich diese Strategie aktivieren und die kann mir dann die bestmöglichen Gebote direkt für die Plattform erstellen, sodass ich nicht mehr manuell dazwischen eingreifen muss. Ein wesentlicher Vorteil, bedenkt man, dass alles kurzfristiger und komplexer wird. Die neue Software liefert die Daten in nahezu Echtzeit. Auf dem Dashboard sieht man den Sekundärregelenergiemarkt. Da bekommt man sehr schöne Übersicht, wie die Marktentwicklung ist, wie die aktuelle Situation ist. Hier sieht man die Preisentwicklung der letzten Monate. Hier sieht man die Merit-Order-Kurve, wo die Gebote der Größe nach geordnet sind. Und ganz wesentlich unten ist auch die Grafik, wo man sieht, wie viel Menge wird wirklich in die positive und die negative Richtung abgerufen. Teilnehmer an den Energiemärkten, also Industriekunden und Energieversorger, können so sprichwörtlich in Windeseile auf Marktpreise, Wetterdaten, Photovoltaikerzeugung, Lastflüsse sowie Kraftwerksverfügbarkeiten in ganz Europa zugreifen.